Wir haben uns jetzt hier für eine Stelle am Fluss entschieden, bei der das Wasser um eine Kurve zunächst kommt. Das bedeutet, da ist die Fließgeschwindigkeit ein bisschen höher. Und dann nach der Kurve haben wir eine Steinpackung, die so eine kleine Rausche verursacht. Und dadurch wird mehr Sauerstoff ins Wasser gebunden. Die Oberflächenstruktur wird so ein bisschen aufgebrochen. Und insgesamt ist das Wasser ein bisschen unruhiger. Und das ist gerade in den Sommermonaten für die Barben ein interessanter Spot. Mehr Sauerstoff, höhere Fließgeschwindigkeit. Wir kommen relativ nah an die Fische auch ran und fischen uns jetzt hier stromaufwärts hoch. Und zwar mit einer langen, feinen Rute, so im French-Nymphing-Style. Und ich fische jetzt hier die Strömungskante. Neben mir ist eigentlich die Hauptströmung, aber da ist es relativ flach. Und das Loch ist eigentlich jetzt hier an der Kante von der Hauptströmung. Und diese Bläschenspur, die eigentlich immer gut andeutet, wo die meiste Nahrung kommt, fischen wir jetzt ganz sorgfältig stromauf ab. Okay. So ein klassischer Bereich, das ist ein lauer Sommerabend, sehr, sehr gut für Barben. Speziell an heißen Tagen werden die Fische abends und morgens aktiv, wo einfach die Sonne nicht mehr so auf den Pool drauf scheint und die Temperaturen auch ein bisschen angenehmer sind. Es kommen auch mehr Insekten raus. Und gerade jetzt bei dem schwindenden Licht ist die Bissanzeige nicht nur über den Zeiter, wichtig, der schwerer jetzt auch zu sehen ist, egal wie hell die Polbrillen sind. Das Licht fällt jetzt einfach im Minutentakt ab. Und da ist auch eine Rute mit einer dementsprechend sensiblen Spitze wahnsinnig von Vorteil. Also wenn man nur eine Rute nehmen könnte, dann wäre es jetzt in meinem Fall, wäre es jetzt hier die Cortland Competition Mark II 10,6 Fuß 3er, weil ich ganz genau weiß, egal was kommt, ich bin für alles Mögliche gewappnet und ich bin relativ schnell am Fisch. Jetzt kann ich mich nicht nur auf meinen Sighter verlassen, sondern verlasse mich auch über die sensible Spitze der Rute, um den Biss zu merken und bin sehr, sehr schnell damit. Ein ganz großer Vorteil der klassischen Euro-Nymphing oder der spanischen oder French-Nymphing-Technik gegenüber dem herkömmlichen Bissanzeiger ist, dass wir in der Vertikalen wesentlich flexibler sind, was die Nymphenführung angeht. Hier zum Beispiel als Barber, als grundnaher Fisch, suche ich natürlich auch mit meiner Nymphe den Grund. Wenn ich merke, dass ich nicht tief genug bin, kann ich einfach die Rutenspitze senken, die Nymphe ein bisschen tiefer einsinken lassen. Wenn ich merke, dass die Fische aus irgendwelchen Grund im Mittelwasser stehen sollten, wie sie das manchmal tun, dann kann ich durch das leichte Anheben einer gut ausbalancierten Rute meiner Hand die Tiefe der Nymphe ganz, ganz radikal ändern. Die Sichthilfe in meinem Vorfach zwischen dem Nymphenvorfach und dem Tippet, die zeigt mir nicht nur an, wie sauber die Drift ist, das heißt dieses Verhältnis zwischen Spannung und Nichtspannung, sondern sie zeigt mir auch an, wie tief ich fische. Und das ist auch ein großer Vorteil mit dieser Technik, dass ich eben selber entscheiden kann, jederzeit bei jedem Wurf, wie tief ich fischen möchte. Das heißt, da haben wir einen Fisch. Ist aber eine Esche. Auch die kann man natürlich in den schnellen Stücken hier im Sommer noch fangen. Hat sich jetzt unsere Nymphe am Dropper genommen. So, und da schwimmt sie. Super. Wie man sieht, mit dieser Technik fängt man natürlich nicht nur Barben, sondern generell jede Fischart, die sich auf Nymphen eingeschossen hat. Und je nach Gewässer haben wir da wirklich eine spannende Fischerei und immer Potenzial für eine Überraschung. Jetzt habe ich hier, umso näher ich an die Rausche rankomme, immer mehr Steine im Wasser, die nochmal die Strömung umlenken. Und gerade neben diesen Steinen haben wir gute Standplätze für unsere Barben, aber auch eben für Eschen, die wir eben gesehen haben. Die lange Rute hilft mir auch, um gewisse Hindernisse rumzufischen, weil wie jeder andere Fisch sucht die Barbe auch Hindernisse. Und da kann ich auch ganz schnell mal mit einem langen Arm um einen Stein drumherum fischen oder die Rute näher zum Körper nehmen und ranfischen. So kann ich ein Minenfeld von Steinen hier tatsächlich sehr, sehr genau abfischen und kann jeden einzelnen Spot, Innenkante, Außenkante abfischen und klopft tatsächlich Zentimeter für Zentimeter so einen Run durch. Und die Barbe steht dann auch ganz gerne vor den Hindernissen.
Wenn ich dann zu tief bin, wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt gefährlich nah am Hindernis gekratzt, dann kann ich ein bisschen flacher fischen, ohne dass ich einen Bissanzeiger verstellen muss. Deswegen ist für das tägliche Fischen, wenn wir jetzt die Fische suchen müssen in verschiedenen Tiefen und wo sie aktiv sind, ist eine Euro-Nymphing-Route von großem, großem Vorteil, weil wir einfach wahnsinnig viel flexibler sind. Durch die Haltung, durch den Winkel des Vorfachs und den Abstand der Sichthilfe zum Wasser bestimmen, wie tief ich meine Nymphe anbiete. Ich muss nichts ändern an der Montage. Und erst wenn ich merke, okay, das Gewicht der Nymphe passt überhaupt nicht zur Tiefe, das heißt, ich bekomme zu viele Hänger, dann ist es zu schwer. Oder ich bekomme überhaupt keine Hänger, dann ist sie vielleicht ein bisschen zu leicht. Erst dann ändere ich ein bisschen was an meinem Setup und nehme ein anderes Gewicht der Tungstenperle. Wir haben jetzt im tiefen Bereich unten angefangen zu fischen. Und da musste ich die Nymphe relativ gut unter der Rutenspitze führen, um eine Bisskontrolle zu haben. Jetzt versuche ich ein kleines bisschen in den Winkel reinzufischen hier oben, ne, weil das schnelles, turbulentes Wasser ist, was flacher ist und der Biss wird verzögert kommen. Also ich habe jetzt keinen direkten Kontakt zur Nymphe und ich verlasse mich jetzt auf meinen Sighter. Ja, es gibt da unterschiedliche Taktiken. Manchmal möchte ich mit der Rutenspitze direkt über der Nymphe sein für maximale Sensibilität, aber manchmal in so schnellen Zügen, wo ich suche, dann nehme ich halt auch in Kauf, dass die Nymphe hinter dem Bissanzeiger hinterher schleift und dann auf einmal abrupt stehen bleibt. Natürlich halte ich die Rute und die Schnur einigermaßen unter Spannung, aber nicht unter Spannung, wie wenn ich einen wirklich tiefen Bereich abfischen möchte. Vor mir rollen auch Fische und es ist ein gutes Beispiel dafür, wie effektiv das Euro-Nymphen drauf ist. Ich muss die Rute nicht wechseln, ich muss nichts an Tiefe verstellen. Ich habe jetzt die ganze Rausche abgefischt, hatte ein paar Kontakte, ein paar Fische gelandet, ohne dass ich jetzt großartig was an meinem Rig gemacht habe. Das Schöne bei dieser Technik ist auch im Gegensatz zu der Fischerei mit dem Bissanzeiger, dass man sehr diskret fischen kann. Das heißt, ich kann sehr, sehr viele Driften machen, ohne dass ich eine Scheuchwirkung habe, weil eben nichts aufs Wasser platscht. Gerade jetzt bei dem Niedrigwasserstand, der hohen Sonne und so weiter, wo die Scheuchwirkung insgesamt ein bisschen höher ist, ist das eine sehr, sehr erfolgreiche Technik, weil sie einfach diskreter ist. Ich kann viele Driften machen, saubere Driften machen, ohne dass ich den Fisch vergräme. Das ist ein ganz gutes Beispiel hier, unsere Allround-Route für die meiste große Forellenfischerei und Warmfischerei. Das ist eine 10,6 Fuß Dreier von Cortland. Das ist eine Route, die wir über die letzten 3 Jahre sehr lieb gewonnen haben, weil sie sehr kräftig im Handteil ist und eine sehr sensible Spitze hat. Die Route ist auch im Gegensatz zu den meisten Shortline- und Euro-Nymphing-Routen extrem schnell, weshalb sie uns eine sehr, sehr genaue und schnelle Bissanzeige ermöglicht, was nicht immer so das Ding ist bei Euro-Nymphing-Routen. Die meisten sind sehr, sehr weich und ein bisschen schwabbelig, damit sie die kleinen Haken gut im Fisch halten. Barben sind halt, haben ein unterständiges Maul, ganz anders als Forellen. Das heißt, die Bissanzeige kommt auch ein bisschen anders. Und dadurch, dass sie anders kommt, müssen wir schneller reagieren können. Deswegen sind wir allgemein Fans von relativ kräftigen und schnellen Routen, damit wir die Bisse dementsprechend im schnellen Wasser parieren können. Es sind außerdem relativ kleine Nymphen, die wir fischen. Jetzt gerade im Sommer ist das auch schon mal eine 16er, was für einen durchschnittlich sehr großen Fisch wie eine Barbe klein ist. Die weiche Spitze hilft das gerade abzufedern. Und die Barbe, die ja dauerhaft irrigierte Brustflossen hat, kann sich in so einem Strömungssog wie jetzt einfach reinstellen, klappt die Flossen aus und bleibt da einfach stehen, ohne dass wir wahnsinnig viel machen können. Und da hilft natürlich ein wirklich gutes, starkes Handteil, dass wir den Fisch bewegen können. So, und das ist jetzt mit der Bissanzeige gerade hier in so einem schnellen, rauen Wasser, ist das essentiell, dass wir eine einigermaßen zügige Route haben. Und eine Barbe kann auch mal 90 cm werden. Wir haben die noch nie gefangen, das sind so die Einhörner. Aber so End-70er, Anfang 80er Barben sind immer an den meisten Niederungsbächen hier in der Region möglich. Und man möchte dann natürlich auch nicht mit einer Route dranhängen. Wir müssen den Kopf behalten, dass wir relativ feine Vorfächer fischen, die so einen großen Fisch nicht parieren kann. Die Spitze federt die leichten Vorfächer ab, das Handteil baut genug Druck auf, dass wir so einen Fisch einigermaßen gut drehen können. Und hier haben wir jetzt auch schon eine Barbe im Grill. Wie man sehen kann, der Vorteil von so einer Rute ist, kann man jetzt sehen, das sieht man ganz oft, wenn du oft gefragt, Barbenfehlhaken, der Fisch hängt vorne im Maul, wie sich das gehört. Und ein Kescher für die Jagd auf große Forellen und große Barben, der kann nicht groß genug sein. Ne? Man wird da manchmal sagen, die Leute so, oh, was erwartet ihr denn? Große Moby Dick Fische. Aber die Vergangenheit hat halt bewiesen, dass wir mit den großen Keschern, dass ein großer Kescher nicht groß genug sein kann. Ne? So. Nochmal ein schöner, mittelgroßer Fisch. Relativ kampfstark, habt ihr gesehen. Zack.
Eine starke Rute hilft auch, den Fisch möglichst schnell zu drillen, weil die Barbe ist zwar ein sehr widerstandsfähiger Fisch, aber trotzdem sollten wir den Drill nicht unnötig in Länge ziehen. Und wie gesagt, großer, portabler Kescher, um schnell zu sein, auch gerne mal mit einem langen Arm dran, dass wir ein bisschen weiter vorweg. Wir fischen meistens zu zweit und deswegen ist das kein Problem. Aber wenn man alleine fischt, hilft ein längerer Arm auch manchmal. Also wie gesagt, Kescher groß halten, um den Fisch möglichst schnell zu keschern. Hilft auch gerade, wenn wir mit zwei Nymphen fischen, dann einfach die obere Nymphe nicht mit einem kleineren Kescher abzureißen. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz zum Spielen.